Grüezi miteinander, das ist Rasenreporter aus Würrelos. Heute sind wir hier beim Oldtimer- und Traktorentreffen im Furtal, genau gesagt in Ottelfingen. Bereits zum 8. Mal findet das statt. Es ist ein Riesenerfolg. Auch dieses Jahr kommen ganz einen Haufen Fahrzeuge, ganz einen Haufen Traktoren. Aber am besten kommen Sie mit uns mit. Wir gehen rein schauen. Ich bin der Röne Schuller. Röne Schuller, ich habe gehört, du kommst von Feusisberg. Was hast du für ein Gefährt mitgebracht? Ich habe einen Ford, einen 8, Jahrgang 50. Und den hat mein Vater dazu gekauft. Und so habe ich auch Beziehung dazu. Und von Feusisberg, wie lange hast du denn da gehabt, auf Wottelfingen? 2 Stunden Viertel. Zürich war ein bisschen viel Verkehr, aber und er läuft 23. Und die Autofahrer haben sich nicht aufgeregt, oder so langsam mit Pferd durchfahren? Nein, gar nicht. Wir schauen auf das. Mhm. Wir fahren auch raus, wenn 4 Autos hinten sind, fahren wir raus. Oder schauen voran, wenn wir rausfahren, bevor sie bei einem zu sind. Und hier in Ottelfingen, hast du das Lieblingsgefährt gesehen? Was ist dir am besten aufgefallen oder gefällt dir am besten? Nebst ihm natürlich. Ja, alle alten Traktoren eigentlich. Das ist einfach das schönste Highlight für uns rein, wenn wir älter geworden sind. Du gehst ja auch andere Ausstellungen, nicht nur nach Zottelfingen, oder? Ja, wir gehen natürlich bis auf Österreich raus, wenn es dann noch ist. Super, danke vielmals, René, gell, und eine gute Ausstellung. Merci, danke. Koffel ist da bei mir. Sali Kari, du hast da gerade ein paar Gefährte also aus dem Altertum. Was hast du da für Geräte mitgebracht? Ja, das ist Buchertraktoren. Und der Grün, das ist einer der wenigen, der den Bucher auch gemacht hat. Mhm. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und das sind da unsere alten Maschinen, die wir hatten. Das ist das Hartöpfelsetzgerät. Wenn du das runterklappst und da drehst, wenn es klingelt, dann musst du einen Hördöpfel fallen. Ah, ja. Also da hat man die Hördöpfel da. Und da hast du dann mit der Hand nehmen. Und wenn das Rädchen klingelt, dann musst du einen Hördöpfel fallen. Und das ist zweireihig. Mhm. Hat es früher einen anderen gegeben? Oh. Weiss auch nicht mehr. Selbst weiss ich auch nicht mehr. Nein. Das sind einfach so die traditionellen. Das ist zum Zusammentun. Ein M700, der gehört dem Neffe. Und dann habe ich eine Baumspritze. Mit dem Frontlader. Und da hinten ist noch das Güllefass, aber das ist glaube ich nicht von dir. Aber hast du eins auch nicht gekannt früher? Wir haben auch noch so eins gehabt. Da hast du die Gülle gefüllt, dann bist du ins Feld raus. Und dann hast du das mit der Ross
Ursprünglich hast du dann das ausgetan. Und heute hat man Schnaps drin, oder? Schnaps? Ja. Die einen. Danke vielmals, Kai, und gute Ausstieg. Merci. Bitte, ist gern geschehen. Wir haben einen ganzen Trüppel gefunden, der eigentlich nur eins und einen Rapid dabei hat. Dafür ist der gut geladen, oder? Gibt es immer etwas trinken? Wir sind eine gesellige Keime, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, natürlich. Ja. Und was ist die neue Spezialität hier, nebst dem Bier? Was haben wir denn sonst noch als Fallbeute? Fahrzeuge? Fuhren Most haben wir auch gehabt. Und? Ein Gläschen Weissen, Max Lieder. Schauen wir mal, schön einheimische. Oh, da habe ich gleich eins bekommen. Ja. Ja, Stoß noch an, ja. Prost zusammen. Ja, Prost. Prost. Ja, danke. Ja, merci. Prost. Ja. Gefällt es euch da? Hat es etwas bieten da? Ja, doch. Ja, absolut. Ja. Schöne Pferde. Schöne Pferde, ja. Was gefällt dir am besten hin? Gute Festwirtschaft. Ja. Schöne Musik hat es auch, wo läuft. Spielst du auch nicht oben? Nein. Nicht, ja? Heute ist Pause, ja? Genau. Geniessen wir es auch sein, ja? Ja, das muss also, dann nehmen wir eins auf das. Ja. Prost zusammen, ja. Prost, ja. Prost zusammen. Was haben die da für ein Pferd? Rasende Haras, rasende Bierkiste, hast du ja gesagt? Genau. Fahrende Bierkiste ist das, ja. Ist das für, da gibt es ja so einen Wettbewerb, wo man kann damit rumfräsen, oder? Ja, gibt es auch. In Niederhasen oder nicht? Ja, ja, ja. Hast du dort auch mitgemacht? Nein. Nicht, ja. Einfach so, das war ein Abschlussbereich von mir mal. Ja, ah, das, ja? Ja. Und wie schnell läuft der? Wenn er 45. Läuft. Ja, und jetzt läuft er nicht an? Nein, Vergaser ist verstopft. Ah, scheiße. Ja. Ein bisschen Bier in Leer, oder? Ja, ja. Ich glaube schon. Also gut, bei der Erfolg. Danke. Also mir ist hier Jürg Duttli. Jürg Duttli, jetzt haben wir ein ganz spezielles Gefährt. Was ist das für eins und was machst du mit dem? Ich gehe, morgen fahre ich ab ins Nordkap. Ganz allein oder mit diesen Kühlen? Nein, mit dem Traktor. Mit dem Traktor? Ja. Was ist denn das für ein Traktor, den du hier hast? Das ist ein MB-Traktor, das ist ein Mercedes. Und, 85 PS, Jahrgang 76, läuft im 40er. Da komme ich einen Schnitt von 30 komme ich über. 100 Stunden, hast du schon 3000 Kilometer von 10'000. Und was ist denn das Ziel dort? Ist auf der Fön, Blauschau? Nein, jetzt bin ich 65 geworden. Mit 55 bin ich einen Kollegen besucht in Schweden. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, in 10 Jahren, in 65 wieder komme ich wieder. Das versprechen Sie? Doktor. Ja. Und jetzt habe ich Zeit. Super. Das mache ich 3 Monate, 2, 3, 4 Monate, je nachdem. Und das Museum hättest du auch noch irgendwann am Mittag, ja. Stimmt das? In Eriswil. Ja. Kann man es anschauen? Dort? Das kann man anschauen. Es ist immer offen vom Mai bis im Oktober, jeden zweiten Sonntag im Monat. Auch wenn du jetzt in den Nordkap oben bist? Dann hast du zwei Eriswiler, die schauen. Gut, ja. Der Allgemeindamm schaut.
Was sieht man denn dort in dem Museum noch? Alles kunterbunt. Super, ja. Schoss ist sehenswert, das ist 300 Jahre alt. Ja. Hat noch eine offene Rauchküche, ohne Abzug, ohne Chemie, gar nicht. Die ganze Hütte ist schwarz. Also richtig original haben wir da getroffen. Ja, ja, viel Spass, Jürgen, und mach's gut. Gell? Danke. Ciao, Jürgen. Vierte. Vierte. Und tschüss. Ja, und tschüss. Bei uns ist hier altes bekanntes Gesicht, so alt ist sie zwar nicht, aber wunderschön. Monik, gell Monik, du bist auch schon längere Klasse gewesen, heute am Traktoren treffen. Ja. Bist du mit dem Traktor gekommen heute? Nein, wir sind mit dem Chevy Caprice gekommen, mit dem Kombi. Und natürlich wieder artgerecht angekleidet, genau. Geschminkt, alles wunderbar. Ja. Danke. Was sagen dir denn die alten Fahrzeuge so? Also ich habe schon seit 3-jährig bin ich voll Fan von allem, was Oldtimer ist und so, das ist voll meins. Du hast mir vorhin noch ein anderes Geheimnis verraten. Was machst du sonst noch nebenzu? Also ich mache alle 2 Jahre einen Kalender für die Kinderkrebs Schweiz. Und der eine löst den Garten eben an Kinderkrebs Schweiz, weil ich selber Krebs hatte mit 2-jährig. Also tue gut und sprich davon. Super schön, Monik. Genau. Danke. Noch viel Spass hier beim Treffen. Merci. Danke. Merci. Bis zum nächsten Mal. Ja, freut mich. Bis dann. Danke. Danke. Das Traktorentreffen und Oldtimer-Treffen am 3. Juni 2023 in Ottelfingen bei der Familie Meier war wieder ein riesen Erfolg. Und wenn man sieht, hier die schönen Stücke von den Hürlimann-Traktoren, eins nach dem anderen, unglaublich schön, aber auch alles andere, was wir gesehen haben, einfach wunderbar. Danke vielmals der Familie Meier, dass sie das immer wieder machen. Es ist natürlich schön für die Gesellschaft, für unsere Nachkommen, dass man so Sachen nachher sehen kann. In dem Sinne gehen wir zurück und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind beim Rasen-Reporter aus Würrelos. Tschüss zusammen!